Herzlich willkommen zu meinem Kolloquium zur Geschichte und Theorie des Völkerrechts. Sie sehen das Video für den ersten Termin. Jeder Termin besteht aus zwei Teilen, einem kurzen Video, in dem ich eine Einführung gebe, und einer Live-Sitzung via Zoom, auf der wir uns über Texte unterhalten werden. Für den ersten Termin habe ich zwei Texte ausgesucht, einmal eine Einführung in die Geschichtsschreibung des Völkerrechts von Andrew Fitzmaurice und einmal eine Kritik der Theorie des Völkerrechts von Martti Koskiniemi. Versuchen Sie, zumindest ein dieser Texte zu lesen. In diesem Video aber zunächst mal eine Einführung, worum soll es heute geben. Schauen wir uns die Übersicht an. Zunächst mal um die Frage, warum wir eigentlich Geschichtsschreibung des Völkerrechts machen. Und dann im zweiten Teil, warum wir Theorie des Völkerrechts betreiben. Und Sie werden sehen, dass Geschichte und Theorie des Völkerrechts untrennbar verbunden sind. Im dritten Teil werde ich dann einen Überblick geben über die Geschichte und Theorie des Völkerrechts. Der wird sich schwerpunktmäßig auf die Zeit vor 1500 konzentrieren, weil Sie sehen werden, dass ich das Kolloquium eigentlich im Wesentlichen erst ab dem Jahr 1500 beginne. Und Sie werden auch erfahren, warum das so ist, warum ich diesen Anfangszeitpunkt wähle. Also steigen wir mal ein in die Geschichte des Völkerrechts. Warum machen wir Geschichte des Völkerrechts? Sie sehen hier eine Illustration. Wir werden im Laufe der Zeit sehen, worum es sich dabei handelt. Ich glaube, es gibt allgemeine und besondere Gründe, warum man Geschichte des Völkerrechts machen sollte. Die allgemeinen Gründe unterscheiden sich eigentlich nicht groß von den Gründen, warum man Rechtsgeschichte im Allgemeinen an sich betreibt. Es geht um zwei Dinge, nämlich um eine Affirmation und eine Kritik der bestehenden Praxis. Was ich in der Geschichte suche, ob ich Affirmation suche oder erhalte, oder Kritik suche oder erhalte, hängt aber im Wesentlichen ab von den theoretischen Voraussetzungen, von der theoretischen Brille, mit der ich mich dem Völkerrecht nähere. Das heißt, das hängt ein bisschen ab von der Frage, ob ich mich eher der Theorie des Völkerrechts zuwende oder der Praxis. Ob man versucht, im Völkerrecht gewisse Epochen festzustellen oder gegebenenfalls zu kritisieren. Oder ob man das Ganze eher biografisch angeht. Oder ob man auf ein gewisses Regime schaut, zum Beispiel Seerecht oder Handelsrecht oder so. Dann hängt es natürlich auch ab von dem geografischen Fokus. Schaue ich nur auf Europa? Schaue ich auf die alte Welt, das heißt also Europa, Asien, Nordafrika, das, was vor der Entdeckung Amerikas, der sogenannten Entdeckung Amerikas, miteinander in Kontakt stand? Oder betreibe ich eine Globalgeschichte? All das ist letzten Endes von meinem theoretischen Ausgangspunkt abhängig, von der Frage, was erwarte ich mir von dem Völkerrecht? Wie verstehe ich eigentlich das Völkerrecht? Und das umfasst letzten Endes auch die temporale Dimension, die zeitliche Dimension. Wo beginne ich? Ich habe schon angedeutet, dass ich das begründen werde. Es gibt dann auch noch besondere Gründe, warum die Geschichte des Völkerrechts speziell unser Interesse verdient. Das Völkerrecht ist nämlich ein besonders historisches Recht. Stärker als andere Rechtsgebiete, bei denen es ja vielleicht so etwas wie einen Nullpunkt gibt. Also denken Sie mal an das Verfassungsrecht. Meistens kann man beim Verfassungsrecht an dem Moment anfangen, an dem die Verfassung in Kraft gesetzt wurde. Also gerade im Fall von Deutschland ist das natürlich besonders spürbar. Das Völkerrecht hat keine solche Stunde Null. Im Gegenteil, das Gewohnheitsrecht speist sich eigentlich letzten Endes aus Jahrhunderten, auch wenn man meistens nur einen relativ kurzen Zeitraum dann in Betracht zieht, ein paar Jahrzehnte oder vielleicht auch mal ein Jahrhundert, wenn man Gewohnheitsrecht in einem konkreten Fall feststellen will. Auch wird man häufig im Völkerrecht auf das intertemporale Recht zurückgeworfen. Das heißt, man muss einen Fall in der Vergangenheit untersuchen und dafür ist das vergangene historische Recht anwendbar. Also Völkerrecht hat eine stark historische Komponente und es entwickelt sich eher evolutiv. Revolutionen im Völkerrecht sind sehr selten, bei denen sich die Dinge schlagartig ändern, sodass man eigentlich nicht mehr in die Zeit davor schauen muss. Wir werden sehen, es gibt vielleicht zwei Momente im Völkerrecht, wo man von einer Revolution sprechen kann. Das sind jeweils die Zeitpunkte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da kommen wir noch dazu. So, dann machen wir jetzt das Gleiche für die Theorie. Warum betreiben wir Theorie des Völkerrechts? Der Herr, der hier im Bild eingeblendet ist, den kennen Sie vielleicht, das ist Hugo Grotius, einer der Gründerväter des klassischen Völkerrechts. Ja, die allgemeinen Gründe für Völkerrechtstheorie unterscheiden sich jetzt nicht von den Gründen, aus denen wir Rechtstheorie im Allgemeinen betreiben. Es geht auch hier um eine Affirmation bzw. um eine Kritik der bestehenden Praxis. Nun ist es aber so, dass Theorien nicht immer gleich bleiben. Theorien speisen sich eigentlich immer aus dem Kontext, in dem sie entwickelt werden. Man könnte sagen, Theorien sind historisch kontingent, also abhängig von den historischen Umständen.
Dieser Kontext bestimmt auch die Theorie in gewisser Weise. Er bestimmt zum Beispiel, ob wir eher eine naturrechtliche Herangehensweise wählen oder eine positivistische Herangehensweise, also ob wir eher das Ideale im Völkerrecht suchen oder eher auf die Realität schauen. Genauso bestimmt der Kontext auch das Verhältnis zwischen, ja, sagen wir mal, dem Individuum und Kollektiven. Ist das Völkerrecht etwas, das irgendwie den Menschen direkt betrifft oder betrifft es eigentlich nur die Staaten? Alles das hat sich im Laufe der Zeit aufgrund der Geschichte gewandelt. Es gibt dann auch noch besondere Gründe, aus denen wir Völkerrechtstheorie betreiben sollen. Und es liegt daran, dass das Völkerrecht ja, sagen wir mal so, im Vergleich zum staatlichen Recht ein wenig prekär ist. Es gibt keine feste Verfassung, auch wenn wir am Ende des Kurses dazu kommen werden, zu diskutieren, welche Verfassungselemente es vielleicht im Völkerrecht noch gibt. Es gibt wenige Institutionen, die eine permanente Gesetzgebung oder Rechtsprechung betreiben würden. Und deshalb ist man sehr oft bei der Lösung konkreter Fälle auch auf theoretische Fragen zurückgeworfen. So viel mal zu dieser Einführung, warum Geschichte, warum Theorie. Lassen Sie mich jetzt zu einem kleinen historischen Überblick kommen über die Entwicklung, Entfaltung des Völkerrechts. Ich beginne hier eigentlich in den Ursprüngen der menschlichen Zivilisation. Also Völkerrecht kann man schon feststellen im Zweistromland, in diesen ja, ersten agrarischen Zivilisationen der Jungsteinzeit und dann der Bronzezeit. Es gibt dort Verträge, die geschlossen wurden zwischen verschiedenen Herrschern. Die haben in der Forschung den Namen Konkordien gekriegt. Das werden Sie heute nur noch aus dem Kirchenrecht kommen. Das hängt damit zusammen, wie die abgeschlossen wurden. Und zwar wurden die über Distanz abgeschlossen. Also die Herrscher haben sich selten getroffen. Das war ja auch kompliziert. Ich meine, damals mit Verkehr war das ja auch noch nicht so. Da konnte man nicht mal kurz rüberfliegen, sondern sie haben eigentlich gleichlautende, aufeinanderbezogene Willenserklärungen abgegeben. Was Sie hier sehen im Bild, ist eine Landkarte, die so ein bisschen die internationale Perspektive der Babylonier zeigt. Also das ist eine Landkarte, in deren unteren Hälfte sehen Sie so einen Kreis. Das ist im Prinzip die dort bekannte Welt. In der Mitte, oder beziehungsweise etwas überhalb der Mitte, ist so ein Balken. Das ist dann Babylon. Und dann drumherum sehen Sie so ein paar kleinere Kreise. Das sind so die anderen Staaten. Also man verstand sich damals schon als das Zentrum, aber die anderen waren auch irgendwo existent und hatten ihre Berechtigung. Mit denen trat man eben dann in Kontakt und in Verkehr. Also Sie werden sehen, in dieser Einführung habe ich so ein gewisses Faible für Karten entwickelt. Wir sehen, wie sich diese Weltkarten im Laufe der Zeit entwickeln. Das ist auch der Kontext, der dann wiederum auch die Theorie des Völkerrechts bestimmt. So, also so viel vielleicht mal zu diesen Ursprüngen. Machen wir einen Sprung nach China. China ist nun eine sehr alte Zivilisation, bekanntermaßen. Man weiß relativ wenig über das Völkerrecht der chinesischen Frühzeit, also der vorchristlichen Zeit in China, der Zeit von Laozi und Konfuzius im ersten vorchristlichen Jahrtausend, zur Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends. Das liegt daran, dass China damals schon wie auch heute eigentlich in gewisser Weise in sich selbst ruhte und nicht so sehr expansiv war wie Europa das ist, auch wenn es durchaus expansiv ist, das wissen wir alle, aber es versuchte eigentlich selten seine eigene innere Struktur auf andere zu übertragen, außerhalb des, ich würde mal sagen, näheren chinesischen Umfeldes. Und das kommt auch so ein bisschen in den Begriffen zum Ausdruck, die man in diesem frühen Völkerrecht hier vielleicht schon finden kann. Ein wichtiger Begriff ist derjenige der großen Einheit. Also das bezieht sich eher auf ja, so eine Vorstellung von Harmonie, in der die verschiedenen Länder miteinander leben. Und die Themen, um die es dann geht, ist dann eigentlich die Erhaltung des Friedens und der Respekt für souveräne Gleichheit. Gehen wir weiter, machen wir einen Sprung ins alte Rom. Im alten Rom gibt es dann schon mehr Völkerrecht oder Völkerrecht, das schon eher den Vorstellungen des heutigen westlich geprägten Völkerrechts entspricht, wenn auch große Differenzen bestehen. Allein schon deshalb, weil Rom natürlich eine imperiale Macht war, die sich zunächst mal selber ausdehnte und eigentlich sich nicht so als Gleicher unter Gleichen verstand. Also die Gallier waren dann irgendwie eine Provinz und so, das kennen Sie alles aus Asterix. Und dennoch hat man aber auch sich Gedanken gemacht über das Völkerrecht, also wie man sich verhält gegenüber denen, die nicht Teil des Römischen Reiches waren. Das kommt sehr gut zum Ausdruck in Reden des Cicero. Dort bezieht er sich nämlich auf ein Jus Belli Pactis, ein Recht des Kriegs und des Friedens, ein Titel, der dann später von Curtius übernommen wurde. Das ist aber sozusagen also das Interaktionsrecht von Rom mit anderen Zivilisationen.
Der Begriff des Jus Gentium hingegen hat eine andere Bedeutung im alten Rom. Jus Gentium wird dann später zu so einem Grundbegriff des Völkerrechts. Im alten Rom sind das aber diejenigen Normen, die für alle Menschen gelten, auch innerhalb des Römischen Reiches, unabhängig von ihrem Status, also unabhängig davon, ob sie jetzt römische Bürger sind oder nicht. Es ist eigentlich eher so eine Art, ja, man könnte sagen, Gewohnheitszivilrecht fast oder gewohnheitsöffentliches Recht, aber kein zwischenstaatliches Recht. Das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Das römische Recht wird, oder der Begriff des Jus Gentium wird im Mittelalter wiederbelebt, im europäischen Hochmittelalter. Dort gibt es zwei wichtige Autoren. Der eine ist Aurelius Augustinus, also der Kirchenvater Augustinus. Kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Wichtig ist dann auch Isidor von Sevilla aus dem 6. und 7. Jahrhundert, ein Spanier offensichtlich. Der benutzt den Begriff des Jus Gentium wieder, aber in einem anderen Sinne. Eigentlich in dem Sinne, in dem er dann die folgenden Jahrhunderte benutzt wurde, nämlich als das Recht, das über Krieg und Frieden entscheidet oder gebietet, das Dinge wie Sklaverei, Gefangenschaft regelt, auch Wohnstätten. Das bedeutet die Frage, wo darf sich jemand niederlassen, also Territorialität, auch wenn man damals keine Territorialität im staatlichen Sinne kannte. Und er sagt, dieses Recht heißt Jus Gentium, weil fast alle Völker sich seiner bedienen. Also dort haben wir das erste Mal so die Vorstellung von einem universellen Zwischengruppenrecht, könnte man sagen. Ich vermeide bewusst hier den Begriff des Staats, denn der moderne Staat oder moderne Territorien waren damals allenfalls in Nutze, also im Kern zu erkennen. Der römische Kaiser war nicht irgendwie ein Territorialherr, sondern eigentlich eher einer, der ja eine kirchliche Funktion hatte, also er war der Beschützer des Glaubens. Und der Kaiser war auch meistens übrigens der byzantinische Kaiser, Ausnahme Karl der Große, der es mal geschafft hatte, als es in Byzanz gerade drunter und drüber ging, sozusagen die Kaiserwürde an sich zu reißen. Es kommt dann erst in der Folge zu der Herausbildung von sowas wie Völkern und Königen, denen ja so eine gewisse Herrschaft über eine Gruppe zugeschrieben wird. Also man hat da dann erst langsam die Gruppen, die eigentlich das Jus Gentium zwischen sich überhaupt gelten lassen können. Und die Fragen, um die es da geht, sind vor allem Fragen des Krieges, beziehungsweise auch der Behandlung von Kaufleuten, also so eine Art frühes Fremdenrecht, das wir hier im europäischen Hochmittelalter haben. Ja, im Mittelalter gibt es auch noch ein anderes Zwischengruppenrecht, könnte man sagen, und das ist das islamische Recht. Das ist deshalb interessant, weil es hier eine Zweiteilung gibt, wie sie auch später für das europäische Völkerrecht dann entsteht, und zwar zwischen einerseits dem Dar al-Islam, also dem Haus des Islams. Zwischen den Muslimen gilt das muslimische Recht. Der muslimische Glaube ist ja auch sehr rechtlich organisiert. Da gibt es verschiedene islamische Rechtsschulen, die dann die Verhältnisse der Muslime untereinander regeln. Und dann gibt es das Dar al-Hayb, das ist also das Recht, das Verhältnis zu den sogenannten Ungläubigen, also den Nichtmuslimen, regelt. Dort gibt es Bestimmungen über den Frieden. Mit denen ist grundsätzlich Frieden zu halten, auch wenn man den Islam für überlegen hält, macht die Christen natürlich auch. Es gibt dort Bestimmungen über die Steuern, also Tribute auch, die zahlen müssen. Die Nichtgläubigen haben aber durchaus auch Rechte. Es ist nicht so, dass der Dschihad der Normalzustand ist. Dschihad ist sozusagen also der Heilige Krieg. Das bedeutet aber zunächst mal der Krieg gegen Nichtmuslime. Ist einfach so eine Kategorie des Krieges und auch diese ist rechtlich geregelt. Ja, auch das muss man sagen. Also es ist nicht die totale Anarchie, wie man das da etwa bei einem Hobbes hat. Bei Thomas Hobbes, der wird in was sagen, der Mensch ist des Menschen Wolf, Naturzustand und so weiter. Also das ist mit diesem Dschihad nicht gemeint. Gehen wir mal weiter, springen wir wieder zurück nach Europa in das Hochmittelalter. Im Hochmittelalter kam es zu einer interessanten Entwicklung, zu einer Art Konsolidierung der Herrschaft unter Otto dem Dritten. Er nannte das Renovatio Imperii, also die Neubegründung des Imperiums. Und er verstand sich nun als einen anderen Herrscher. Also er war nicht mehr der römische Kaiser, der eigentlich nur der Bewahrer des Glaubens ist, sondern er fühlte sich als Herrscher von Gottes Gnaden, der einen Anspruch auf Herrschaft der Welt begründete. Das sehen Sie besonders gut illustriert in dieser Karte. Das ist eine ganz typische mittelalterliche Karte, in diesem Fall eine, die sich im British Museum befindet. Die Londoner Psalterkarte, ich weiß nicht, ob sie wirklich auch original aus England ist. Was Sie darauf sehen, ist also oben natürlich Christus und dann sehen Sie die Weltscheibe, nicht die Welt war damals eine Scheibe, war keine Kugel. Und dann etwas schwächer in Grün können Sie so ein T erkennen, in der unteren Hälfte der Kugel. Das ist das Mittelmeer, das trennt die drei damals bekannten Kontinente, Europa,
Afrika und Asien. Sie sehen dann auch rechts so ein paar blaue Streifen, das soll der Nil sein. Und links unten sehen Sie auch nochmal einen blauen Streifen, das soll der Don sein, also die wesentlichen europäischen und afrikanischen Flüsse. Oben ist Asien. Warum ist oben Asien? Nun ja, Jerusalem. Jerusalem sehen Sie im Nabel des Ganzen als einen Punkt. Und da sehen Sie also, es ist hier ein religiös begründetes Weltbild und der Kaiser versteht sich aber durchaus als Herrscher über das Ganze. Das brachte ihn natürlich in Konflikt mit dem Papst. Sie werden das aus dem Geschichtsunterricht kennen. Es kam dann zu diesem Investiturstreit zwischen Gregor und Heinrich IV., Gang nach Canossa und so weiter. Das endete eigentlich damit, dass also formal der Papst das Recht behielt, die Bischöfe einzusetzen, aber letzten Endes war das doch ein Pyrrhussieg für den Papst, denn in dieser Folge emanzipierte sich die weltliche Herrschaft von der kirchlichen Herrschaft. Also der Konflikt zwischen Kaiser und Papst ist einer der Konflikte, der dann diese Periode prägt. Es gibt noch zwei weitere Konflikte, und zwar nämlich diejenige des Kaisers gegenüber anderen europäischen Herrschern. Da stellt sich dann so ein bisschen die Frage raus, wer ist hier eigentlich wem über- und untergeordnet? Das wurde im Mittelalter nicht richtig entschieden, aber da sehen Sie, da entsteht schon so ein bisschen die Frage der Souveränität. Das kommt dann erst später. Und dann war natürlich die Frage, wie verhält sich der Herrschaftsanspruch des Kaisers, der sich auf die ganze Welt bezieht, gegenüber den anderen Herrschern, vor allem gegenüber Byzanz, das ja bis ins 15. Jahrhundert hinein existierte, und gegenüber Bagdad, also gegenüber der muslimischen Welt. Das waren die drei wesentlichen aus europäischer Sicht Herrschaftsbereiche. Mit Byzanz versuchte man sich möglichst wenig in die Quere zu kommen. Gegenüber der muslimischen Welt gelang das weniger. Es gibt die Kreuzzüge, die also im 11., 12. und 13. Jahrhundert in verschiedenen Wellen ablaufen. Die muslimische Welt hat darauf eigentlich eher passiv reagiert. Die haben versucht, sich immer zu arrangieren, auch dann durch Verträge mit den einzelnen Kreuzzüglern. Die durften dann mal so ein bisschen König von Jerusalem spielen. Man dachte eh nicht, dass die auf ewig bleiben werden. Und das hatte sich ja dann letzten Endes auch bewahrheitet. Aber hier gab es dann auch schon so tatsächlich sowas wie, ja, man könnte sagen, ein interimperiales, ja, frühes Völkerrecht, was sich hier in diesen Vertragsbeziehungen entwickelt. Es gibt natürlich in der damaligen Welt auch noch andere Herrschaftsbereiche, China oder auch in Afrika, in Westafrika entsteht um diese Zeit ein großes Reich in Mali. Und zwar ist das, was Sie eingangs gesehen haben, eine Illustration des Herrschers von Mali im 14. Jahrhundert. Mansa Musa hieß der, ein König, der also in Timbuktu residierte und dort enormen Einfluss ausübte. Mit diesen Herrschern hatte man keinen unmittelbaren Kontakt. Die versuchte man also trotz des Weltherrschaftsanspruchs nicht zu erobern. Was dann dort eher entstand, ist, dass man Handel trieb und man sich also durchaus freundschaftlich verbunden war. Jetzt gehen wir aber ein bisschen weiter zur nächsten Periode, nämlich ab der es meines Erachtens für unseren Kurs spannend wird. Das ist das europäische Spätmittelalter, der Übergang Mittelalter-Renaissance. Ich habe Ihnen hier eine Karte abgebildet, die sich massiv unterscheidet von der vorhergehenden Karte, obwohl nur 200 Jahre zwischen beiden Karten liegen. Hier haben wir also nicht mehr eine Scheibe, sondern wir haben eigentlich ja, etwas, das man könnte sagen, im Kern der heutigen Vorstellung der Welt entspricht. Die Karte ist gebogen, man weiß also, die Welt ist eine Kugel und Europa ist oben, Europa ist auch im Zentrum, ganz interessant. Diese Karte stammt von Martin Waldseemüller, das war ein deutscher Geograf. Diese Karte war im 16. Jahrhundert, sie ist Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden, extrem populär, wurde damals verbreitet, auch durch Fortschritte bei der Drucktechnik. Es gab ja inzwischen auch den Buchdruck. So eine Karte konnte man natürlich noch nicht mit einzelnen Lettern drucken, aber trotzdem, man hatte dort technische Fortschritte. Die wurde verbreitet, also im Anschluss an die europäischen Entdeckungen. Man hatte dann irgendwann mal gemerkt, man hat hier einen neuen Kontinent entdeckt, der also nicht Indien ist, sondern dann den Namen Amerika bekam. Es gibt von dieser Karte nur noch ein Exemplar. Das war bis vor wenigen Jahren in den Händen eines deutschen Grafen, der irgendwo im Schwäbischen residiert und der hatte natürlich nicht mehr viel Geld. Dann wurde die Karte mit amerikanischem Geld für die Library of Congress erworben und Deutschland hat also auch aufgrund der besonderen Bedeutung dieser Karte bei Amerika da eine Ausfuhrgenehmigung erteilt. Das ist ja ein Kulturgut, das man nicht einfach so ausführen kann. Und Angela Merkel hat es dann mal
der Library of Congress bei einem ihrer Besuche überreicht. Also eine Karte, die von unglaublicher Bedeutung ist, über das Weltbild, das sich hier am Übergang vom Mittelalter zur Moderne entfaltet. Sie merken also, hier bricht ein komplett neues Zeitalter an, das ist geprägt von den europäischen Entdeckungen und dann natürlich auch von der europäischen Expansion, von dem Kolonialismus. Wir werden diese spanische Kolonisierung im nächsten Termin näher untersuchen, auch die rechtlichen Formen, die sich dort entfalten. Und das gibt natürlich Anlass zu einer komplett neuen Perspektive auf das Völkerrecht. Der entscheidende Theoretiker hier ist Francisco de Vitoria, beziehungsweise auch Suarez, den sollte man auch nennen, also die sogenannte Schule von Salamanca, die noch sehr stark theologisch geprägt ist, aber doch im Kern eine Argumentation vorbringt, die wir ja durchaus als vertraut einstufen würden, wenn wir das mit der Brille moderner Juristinnen und Juristen betrachten. Ja, und jetzt können Sie auch so ein bisschen erkennen, was der Grund ist, warum ich zu diesem Zeitpunkt mit dem Kurs, also im zweiten Termin, dann einsetze. Ich denke, dieser Kurs bezieht sich im Wesentlichen auf die Geschichte der europäischen Expansion, die um diese Zeit beginnt. Es gab schon früher europäische Expansion, zum Beispiel auch also Karl der Große hat die Slawen in den Gebieten, die heute Ostdeutschland sind, erobert und ganz grausam geschlagen und so weiter. Aber ich denke, ich fange an bei derjenigen europäischen Expansion, die bis heute kontinuierlich wirkt und den Hintergrund abgibt für viele völkerrechtliche Fragen. Nicht alles, man kann nicht alles auf die europäische Expansion zurückführen, aber das Gros der völkerrechtlichen Probleme ist doch eigentlich mit dieser europäischen Expansion verbunden, und zwar sowohl mit dem Verhältnis der Europäer zu den Nicht-Europäern als auch dem Verhältnis der europäischen Mächte untereinander, das immer vor dem Hintergrund dieser Expansion stattfindet. Das ist also ein bisschen der Grund, warum ich im zweiten Termin im Jahre 1501 setze und dann auch aufhöre im Heute, wo man sich die Frage stellen muss, ob diese europäische Expansion nicht eigentlich zu Ende ist und was an ihre Stelle tritt. Das werden wir dann im letzten Kurs diskutieren. Gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter, jetzt also einen Überblick über die Inhalte des Kurses. Nachdem wir die Schule von Salamanca im zweiten Termin behandelt werden, werden wir im dritten Termin in die Frühneuzeit gehen, das Zeitalter der Reformation und des Dreißigjährigen Krieges, der mit dem Westfälischen Friede 1648 endete. Das ist eine Zeit, die ist völkerrechtlich geprägt von vielen Fragen, die Krieg und Frieden betreffen, auch übrigens die Seefahrt, das war ja wegen der Eroberung, aber auch wegen Krieg und Frieden enorm wichtig. Durfte man zum Beispiel fremde Schiffe ausheben, durfte man sie sich zur Beute machen und so weiter. Das sind alles Fragen, die finden sich wunderbar reflektiert im Werk des Hugo Grotius, dieses Gründervaters des sogenannten klassischen Völkerrechts, das also diese europäische Expansion begleitete. Das ist dann keine Argumentation mehr, die wir als theologisch einstufen würden, wie die Schule von Salamanca, und da beginnt wirklich richtig juristisches Argumentieren. Er hat sich also hier von der Theologie doch deutlich entfernt. Die nächste Zeitperiode, der nächste Zeitabschnitt, den ich betrachten möchte, betrifft die Frühaufklärung, die Zeit zwischen Westfälischem Friede, Mitte des 17. Jahrhunderts und der Französischen Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts. Da entwickelt sich so langsam in der Praxis, realiter, nicht nur in der Theorie, die Souveränität. Und zwar Souveränität unter einem liberalen Völkerrechtsverständnis, wie es Emmanuelle Joannet nennt. Emmanuelle Joannet ist eine französische Völkerrechtswissenschaftlerin. Hier habe ich ihr schönes Buch, das heißt auf Englisch The Liberal Welfarist Law of Nations. Und sie beschreibt hier also, wie im 17. Jahrhundert zunächst mal das Völkerrecht entsteht als ein Recht, das eigentlich den einzelnen Staaten die Möglichkeit bieten soll, innerhalb ihres Territoriums so etwas wie Welfare zu machen, also sich um das Wohl ihrer Bürger zu kümmern. Das sind natürlich die frühneuzeitlichen Obrigkeitsstaaten, an die sie da denken, mit ihrem Polizeirecht und was auch immer, die also versuchen, die gute Ordnung innerhalb ihres Staates zu bewahren. Und dafür ist es notwendig, dass sie sich untereinander nicht in Konflikt geraten. Das gelang mal mehr, mal besser. Ein wichtiges Ereignis, das dann auch zu einer gewissen Stabilität geführt hat, ist der Friede von Utrecht von 1713. Dort entstand so eine Art Gleichgewicht. England nahm dann so langsam eine dominierende Rolle ein, auch für die Garantie dieses Gleichgewichts
Völkerrechtlich hat man diese ganzen Verhältnisse, diese Souveränität, immer noch sehr stark naturrechtlich begründet. Gleichzeitig entsteht aber sowas wie ein Bündniswesen, also Angriffspakte oder Nicht-Angriffspakte oder Friedensverträge, die sich dann auch in diesem Völkerrecht reflektiert finden, muss man hier irgendwie einordnen. Ja, ganz andere Verhältnisse dann nach der Französischen Revolution und den folgenden Koalitionskriegen, die irgendwie ganz Europa involviert haben und die im Wiener Kongress endeten. Dominierende Gestalt des Wiener Kongresses ist der Mann mit der Flasche, der Fürst von Metternich, der österreichische Gesandte und Vertreter, der dann ja, das sogenannte Concert of Europe etabliert. Es gibt da keine schöne deutsche Übersetzung. Die deutsche Übersetzung heißt Pentarchie. Also das war eigentlich ja, sozusagen eine Stabilitätsordnung, die auf den fünf europäischen Mächten beruhte: England, Frankreich, Preußen, Österreich-Ungarn und Russland, und die versucht haben, die ganzen anderen kleinen sozusagen unter Kontrolle zu halten. Und das geschah interessanterweise eher auf informellem Wege. Also es gibt da relativ wenige bindende völkerrechtliche Vereinbarungen aus dieser Zeit. Es war auch noch gar nicht klar, was ist denn jetzt nun eigentlich positives Völkerrecht oder nicht. Das ist eigentlich also so eine Umbruchzeit. Die ist auch theoretisch sehr interessant, weil in dieser Zeit zwischen Revolution und Restauration noch zunächst große Hoffnungen gehegt werden, die sich zum Beispiel in Kants Schrift zum ewigen Frieden ausdrücken. Die werden wir lesen, die dann aber doch sehr bald enttäuscht oder eingeholt werden von einer wesentlich realistischeren Betrachtung, wie sie zum Beispiel dann Hegel propagiert, für den eigentlich Völkerrecht nur sowas ist wie äußeres Staatsrecht, und der ein sehr positivistisches, also vergleichsweise wenig idealistisches Verständnis des Völkerrechts pflegt. Diese positivistische Denkrichtung verstärkt sich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die geprägt ist von Etatismus oder man könnte auch sagen Nationalismus und Imperialismus, und in der sich eigentlich sowas wie das moderne Völkerrecht auch rechtsquellenmäßig herausschält. Wesentliche Ereignisse sind der Krimkrieg, der dieses bisherige Concert of Europe zum Erliegen brach, und ab diesem Krimkrieg war nicht nur die Türkei anerkannt als, oder das Osmanische Reich, wie es damals hieß, als völkerrechtlicher Akteur, sondern man merkte dann auch, dass es immer mehr positives Völkerrecht gibt. Zum Beispiel die Rotkreuzkonvention von 1864, die erste Rotkreuzkonvention. Es werden dann auch die ersten internationalen Organisationen gegründet. Die ITU wäre so ein Beispiel, da kommen wir dann im Laufe des Kurses dazu. Und ein ganz entscheidendes Ereignis ist auch die Berliner Konferenz von 1884, auf der, Sie sehen das im Hintergrund des Bildes, es vor allem um Afrika ging, um auch die Unterteilung des kolonialen Raumes, den die europäischen Mächte sich dort gegenseitig zugeschanzt haben, um sich möglichst wenig in die Quere zu kommen. Das ist natürlich dann verbunden mit einer theoretischen Neuausrichtung des Völkerrechts. Also mit Naturrecht und so weiter kommen sie dann nicht mehr weiter. Auch wenn naturrechtliche Vorstellungen sich nie komplett aus dem Völkerrecht verabschieden. Auch dazu kommen wir im Einzelnen. Es entstand dann aber die Schwierigkeit, wie kann ich eigentlich die bindende Kraft des Völkerrechts begründen, wenn ich lauter souveräne Nationalstaaten habe, die sich auch im großen Teil imperial verstehen. Und mit diesem Problem schlagen sich dann Leute um wie Triepel, den wir lesen werden, der für das deutsche Verständnis ganz entscheidend ist, oder auch Jelinek, Oppenheim, ein deutscher Jude, der dann aber nach England ausgewandert ist und hat eigentlich die englische Schule des Positivismus mitbegründet. Westlake ist auch ein anderer, der da in seinen Fußstapfen folgt. Fiori ist der bekannteste italienische Völkerrechtler. Und dann natürlich der weltberühmte Friedrich von Martens, der baltische Diplomat in russischen Diensten, von dem viele völkerrechtliche Normen der damaligen Zeit stammen. Nach diesem ganzen Imperialismus kam es zur großen Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und der Erste Weltkrieg ist dann ein Moment, der die Dinge im Völkerrecht doch in entscheidender Weise geändert hat. Es kommt hier zu einer vollständigen Reorganisation um den Völkerbund herum. Es entsteht auf einmal die Internationale Arbeitsorganisation. Das Völkerrecht bekommt hier also eine ganz andere Blickrichtung. Es ist jetzt nicht mehr nur das Recht zur Koordinierung verschiedener staatlicher Interessenssphären, die sich jeweils um ihre Wohlfahrt, um die Wohlfahrt ihrer Bürger selbstständig kümmern, sondern die Frage der Wohlfahrt der Bürger wird zum Gegenstand des internationalen Rechts. Man hat also gesehen, man kann die soziale Frage, das was zu unglaublich vielen Konflikten im langen 19. Jahrhundert führte, nicht mehr ganz aus dem Völkerrecht ausblenden.
Da wir gerade dabei sind, dieser Begriff langes 19. Jahrhundert ist Ihnen hoffentlich vertraut. Das ist also die Periode von der Französischen Revolution bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, die man als Kontinuum begreift. In dieser Periode der Zwischenkriegszeit kam es dann auch zu unglaublich großer Theorieproduktion, weil natürlich diese neuen Normen, diese neuen Organisationen das anregten. Wir haben hier auf der einen Seite eine kommunistisch inspirierte oder marxistisch inspirierte Völkerrechtskritik von Vashukanis. Auf der anderen Seite dann verschiedene Versuche, sich damit zu arrangieren. Da könnte man Hermann Heller nennen, Hans Kelsen und Alfred Fertros, der dann versucht, mit diesen neuen internationalen Organisationen irgendwie produktiv umzugehen und darin eine Verfassung des Völkerrechts entdeckt. Das ist das erste Mal, dass hier dieser Verfassungsbegriff auftaucht. Gerhard Anschütz ist ein weiterer deutscher Völkerrechtler, der eine eher pragmatische Ansicht pflegt. Und dann am anderen Ende des Spektrums ist Carl Schmitt angesiedelt, der also sowas wie Recht in den internationalen Beziehungen eigentlich ablehnt und dann eigentlich auch gar kein Völkerrecht mehr betreibt, sondern eigentlich eher zum Begründer der Disziplin der internationalen Beziehungen wird. Hier so eine Wegscheide, wo verschiedene Grundpositionen, die man zum Teil auch heute noch hat, sich entfalten. In der Nachkriegszeit kam es natürlich zu einer erneuten Revolution, auch wenn die sich in den vorgezeichneten Wegen der Zwischenkriegszeit bewegte. Der Völkerbund wird ersetzt durch die Vereinten Nationen. Es entsteht hier eine relativ dichte Schicht an internationaler Zusammenarbeit in internationalen Organisationen, die zum Teil auch in der Lage ist, Konflikte des Kalten Krieges zu kanalisieren. Was Sie im Bild sehen, sind wiederum Landkarten oder ja, Satellitenbilder eigentlich, die die Amerikaner von Kuba geschossen haben. Das war die sogenannte Cuban Missiles Crisis, wo also publik wurde, dass die Sowjetunion Raketen auf Kuba stationierte, mit denen sie unter Umständen die USA angreifen hätte können. Das kam zu einem Showdown im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da merkte man, dass zu dem Zeitpunkt internationale Organisationen eigentlich tatsächlich trotz der schwierigen Umstände, trotz der Bipolarität der Welt in der Lage waren, Konflikte zu moderieren. Das gilt noch mehr für die internationale Arbeitsorganisation, die in diesem Zeitpunkt den Höhepunkt ihrer Tätigkeit hat. Auch andere Organisationen wie NATO und OECD, die dann regional waren, haben hier große Bedeutung gewonnen. Das führte auch zu einem anderen theoretischen Verständnis des Völkerrechts. Wolfgang Friedmann, ein deutschstämmiger Jude, der aber im Zuge der NS-Herrschaften in die oder der NS-Diktatur in die USA ausweichen musste und dort ein sehr, sehr berühmter Völkerrechtler wurde, prägte dafür den Begriff des Kooperations Völkerrechts. Und wir werden nicht einen Text von Friedmann lesen, sondern von Louis Henkin, auch ein Jude, der Europa verlassen musste, der dieses großartige Buch How Nations Behave geschrieben hat, das richtig diesen Geist der Zeit einfängt. In der Nachkriegszeit kam es dann auch zur Dekolonisierung. Und damit haben neue Kräfte sich eine Stimme verschafft im Völkerrecht, nämlich viele Staaten, die in der Zeit eben unabhängig wurden. Und das rief natürlich ganz andere Probleme auf den Plan und auch eine ganz andere Vorstellung von der Welt, die dann auf einmal zum Beispiel in eine internationale Organisation hereingetragen wurden. Sie sehen, ich habe auch hier eine Karte als Illustration beigefügt. Das ist ein Decolonial Atlas. Also wenn man mal den globalen Süden nach oben stellt und Europa nach unten, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und auch die Fragen, die dort thematisiert werden, unterscheiden sich ein bisschen von dem, was man im Kalten Krieg im Westen oder im globalen Norden diskutiert. Also es geht hier natürlich vor allem um das nationale Selbstbestimmungsrecht, das in einem schwierigen Verhältnis mit dem Recht von nationalen Minderheiten sich befindet. Dann steht im Mittelpunkt der Betrachtung vor allem das internationale Wirtschaftsrecht. Der globale Süden hat gesagt, es ist ja nett, dass ihr uns in die Unabhängigkeit entlasst, aber dann macht doch mal den Welthandel und die Weltwirtschaft fairer, damit wir auch eine Chance haben, uns zu entwickeln. Das Ganze kulminierte dann in einem Vorschlag des New International Economic Order, mit dem werden wir uns ein bisschen auseinandersetzen und auch natürlich mit der allgemeinen Völkerrechtstheorie, die dann aus dem globalen Süden kommt. Das sind die sogenannten Third World Approaches to International Law, die also die Unterdrückung des globalen Südens durch den globalen Norden als Leitmotiv des Völkerrechts ausmachen, diskutieren, kritisieren und Änderungen vorschlagen bis heute. Nach diesen Betrachtungen kommen wir eigentlich schon so langsam in die Gegenwart. Ich habe dann zwei Termine angesetzt über die vielfältigen Aspekte der Globalisierung. Das ist eine Periode, die eigentlich schon in der Nachkriegszeit beginnt, die aber so richtig an Fahrt aufnimmt, erst in den 80ern und 90ern, als der Kalte Krieg wegfiel. Das bot die Chance,
die internationalen Beziehungen in bisher nicht gekanntem Maß zu verrechtlichen, unglaublich viele Gerichte entstehen. Und da entstand dann auch mal so langsam der Gedanke, gibt es nicht eigentlich sowas wie eine internationale Verfassung? Gleichzeitig gab es dort die sogenannte Human Rights Revolution, die ja doch irgendwo etwas Emanzipatorisches hatte, die also Individuenrechte auch gegen die Staaten garantieren soll. Aber wir werden sehen, dass Human Rights, also Menschenrechte, auch eine dunkle Seite haben. Sie können nämlich auch genutzt werden, um eine internationale Kontrolle von staatlicher Herrschaft oder auch von ja, mehr oder weniger demokratischer Herrschaft durchzusetzen. Also es ist eine zweischneidige Sache und da werden wir einen eigenen Termin darauf verwenden, um das in seinem historischen Kontext zu analysieren. Am letzten Termin werden wir uns der Gegenwart zuwenden. Auch hier habe ich nun eine neue Karte eingefügt. Sie werden nicht überrascht sein, was im Zentrum dieser Karte liegt. Das ist der pazifische Raum, insbesondere China. Wir haben hier einen wunderbaren Text von Simon Chesterman, der in diesem Text ein Buch eines chinesischen Wissenschaftlers analysiert. Ich hätte nun natürlich auch eine Primärquelle nehmen können, aber wir alle wissen, dass nicht unbedingt jeder Kollege und jede Kollegin in China frei sprechen kann. Wenn man die mal so unter vier Augen hat, dann erfährt man da schon andere Dinge. Aber es ist hier wirklich so diese Metaperspektive ganz interessant. Simon Chesterman ist ein Amerikaner, der so gut wie kaum ein anderer eigentlich das, also kaum ein anderer Nicht-Chinese das chinesische Völkerrecht kennt und schon lange beobachtet und da unglaublich spannende Einsichten und auch eine theoretisch fundierte Kritik der chinesischen Völkerrechtstheorie liefert. Das wäre so etwa das Programm, das ich in den nächsten Terminen mit Ihnen abhandeln möchte. Jetzt haben Sie einen Überblick, also nicht nur über Geschichte und Theorie des Völkerrechts, sondern auch über diesen Kurs gewonnen. Ich hoffe, dass Sie das inspiriert, möchte jetzt auch dazu nicht viel mehr sagen. Wir werden noch viel Zeit haben, um einzelne Aspekte zu vertiefen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie dann persönlich in der Zoom-Session kennenzulernen. Bis dahin alles Gute.